Hebe ich mal in meiner Dreckskiste ab. Was fliegst du? Die Henkel 112. Oh je. Hab doch gesagt, Crab Planes for the win. Ja, dafür habe ich ungefähr die doppelte Feuerkraft wie du. Senkrecht hochschießen sehen. Oh, ich hab da einen Kontakt, Sea Tracer. Da geht's schon los. Auf deiner 1 Uhr hoch. Ja. Kommt da oh, rein. Da ist eine 38, Vorsicht. Ist dich gerade angegangen. So schnell, ey, Wahnsinn. Zoomt gerade hoch, das Ding. Ich kann da leider nicht hinterher. Ja, versuch so zu positionieren, dass er nicht stürzen kann, wirklich. Hinter dir ist eine C202, die auf extreme Distanz schießt. Ich weiß nicht, was der sich erhofft. Aber es kommen immer mehr befreundete Flieger hinzu. Hinter dir sind noch ein paar. Also ich hoffe, das sind befreundete. Ja, sind alles 109er hier. Ja, 109 und eine Jack. Ich glaub, die 38 kommt gerade runter. Pass auf. Auf die 10er 202, aber. Kommt noch ein Kontakt rein. Und Süden getroffen. Her. War leider nichts Verheerendes. Wenn er jetzt anfängt zu kurbeln, ist er sowieso tot. Jetzt hinter ihm? Ja, der hat doch. Da ist noch ein Kontakt drin. Irgendwie. Sieht nach. Was, du mit 9? Seid ihr jetzt an Deck gestürzt? Ja. Jetzt direkt hinter ihm. Zusammen mit noch einer. Was ist das mit der Jack? Wir haben nochmal drauf gegeben, wie man nichts Kritisches. Kommen jetzt aber nochmal rein. Ah, er geht rein. Focke Wolf hat ihn mir abgekrallt. Ah, hinter mir ist noch eine P38 hier am Deck. Aber ich bin derweil nicht in Gefahr. Ich glaube, er geht auf die Jack. Ja. Komm ich da unten mal besuchen. Oh, und ihn brennend geschossen. Sehr schön. Wieder. Da geht er runter. Ja. Schön den Bauernhof. Ja, und Kill bekommen. Schon die Hälfte der Kanonen verballert. Ich habe hier einen Kontakt, der nach Richtung Westen rausfliegt, gerade über der Stadt. Ja, P38 geht jetzt direkt über der Stadt auf 1500. Ja, okay. Zieht gerade nee, hoch. Es gibt noch einen zieht auf 3000. Okay, na, ich nehme die niedrigere vor. Ah ja, ja ich sehe sie gerade. Sie stürzt runter, oder? Ja. Ich gehe auf die, die jetzt ich aber niedrig euch. Ist. Ihr habt auch schießt da, auf ja. Irgendwen, auf eine Focke. Oh ja, die Truhe, glaube ich, die Focke. Die ist weg. Ja, Focke ist weg. Ah, ich sehe hier noch was am Deck, glaube ich, eine P36. Ja, ich bin hier mit einer P36 am Werk. Ah, oh, ich habe eine P38 am Arsch. Ah, oh, shit, der hat mich getroffen, ich muss raus. Kannst du mir helfen? Wo seid ihr gerade?
direkt über der Stadt bin in Gustav 11 am Deck. Ja, ich glaube, ich bin eh frei. Ich fliege jetzt raus, weil ich habe einen Treffer auf dem Flügel kassiert. Ah ja, ich berühre dich. Ja. Aber da ist mindestens eine P38, eine P36 und vielleicht noch ein Feindjäger, also aufpassen. Zieht übelst nach rechts gerade wegen dem Flügeltreffer. Und hingesetzt. Oh ja, einer fliegt jetzt Richtung unserer Basis. Der kommt direkt auf mich zu. Ich bin in Friedrich 15. Kommt direkt auf mich zu. Ich komm, kann aber noch nicht sagen, wer das ist. Zieht gerade auf mich. Also er ist ein bisschen unterhalb, kommt auf mich herein. Ist ne P36. Friedrich 15, sagst du? Ja. Direkt, also in der Nähe vom Flugfeld. Aber den sollte ich eigentlich auskurbeln können. Welcher Halo? 2000. Ein Kontakt, der gerade stürzt. Ja, ich habe ihn gerade rauchend geschossen. Aber irgendwas ist noch an mir dran. Eine P38, ich drehe mal ab. Also solltest sehen, wo ich jetzt bin. Eine P38 direkt am Arsch. Am Deck jetzt. Ganz niedrig. Da sind drei Kontakte. Hoch und da so ein bisschen rum, sieht aber nicht nach. Ja, ich habe hier. Ich habe ja auch eine KI-43, verdammt. Ah ja, ich habe die 38. Sehe ich. Die ist an der dran. Die, irgendwas dreht gerade auf die. Na, ich gehe auf jeden Fall auf die 38. Ja, ich brauche hier dringend Hilfe, weil das ist, sind zwei Feindjäger. Ich habe leider die KI-43 komplett verloren. Oh, jetzt sehe ich sie. Kommt auf mich herein. Ja, ja. Wäre schön, wenn du einen übernehmen könntest. Ich versuche die KI zu holen. Hab die KI 43 getroffen. Bist du noch an der dran? Ja. Ja, ich stürze jetzt. Ah, oh shit, die sind mir dran, ich brauch dringend Hilfe. Ja. Getroffen. Bricht aber nicht weg. Überschossen, ja. Versuch, dass du Höhe behältst, weil du kannst sicher nicht mit der mitkurven. Ja, 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 ich steig wieder, weil die 38 ist irgendwie weg. Ich hab jetzt Angst, dass die jetzt im Nacken fällt. Aber du kannst mit dem jetzt mithalten ein bisschen. Oh, die ist direkt hinter mir. Oh. Wir haben eine andere 109 noch mit im Spiel. Eine befreundete hoffentlich. Ja, 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 ja. Die aber jetzt irgendwie wieder wegfliegt. Na danke. So, die 38 kurvt freudig mit mir mit. Das ist natürlich schön. Schummel ich über ihr. Bei dir noch alles fit mit der KI? Ja, ich komme aber nicht wirklich zum Schuss. Ich habe ihn kurz vor mir gehabt, aber der ist leider herumgedreht. Ich versuche ihn jetzt irgendwie zum Überschießen zu bringen, aber ich bin halt irgendwie gerade voll in der Defensive.
An mir ist gerade was vorbeigeschossen, die 38. Ja. Ich bin wieder hinter dir. Ich muss hochziehen, die KI ist hier dran. Aber die 38 hat ihre komplette Energie. Krass. Ja, ich werde aber gleich abgeknallt, so wie es aussieht. Ich versuche jetzt mal auf die KI zu stürzen. Hab ihm was mitgegeben, der geht runter, glaube ich. Ja. Der Trudel, sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Weg ist er. Ja, jetzt nur noch die 38. Die stiehlt sich irgendwo davon, glaube ich. Die ist ganz tief. Grad? Ja, ich schieße gerade auf die P38. 20 habe ich noch. Ne, 18. Was für ein Luxus. Ja, schau mal, dass du die einholst. Ich kann dem nicht nachziehen. Siehst du den? Nee. Ja. Zu spät. Schade, ich war gerade dran. Immerhin die KI abgeschossen. Ja, das war mehr Glück als sonst was, weil die hat einfach ihre Kurven um mich gezogen und halt mehrmals überschossen und irgendwann einmal habe ich dann ja doch einen kritischen Treffer erzielt. Aber die meisten Punkte von allen. Antiquität. Was, du hast jetzt die CR42 oder was? Ja, genau. Ach, wahre Männer brauchen solchen Luxus wie Fahrwerk und so weiter nicht. Also einziehbares. Hättest du mir früher sagen sollen, dann hätte ich mir die CR42 ins Brainset wieder reingeholt, weil die habe ich auch. Also ich krieg die jeder eigentlich, oder? P38. Ah ja. Stimmt. Boah, hey. In unseren Kisten gegen P38. Bitter. Ich versuche dem mal ein saftiges Ziel abzugeben und kurve den weg. Vielleicht da ist eine Wildcat. Wildcat. Direkt unter uns. Ich kurve gerade ihr hinterher. Ja. Mach mal mit. Oh ja. Na, gucken, ist das Einzige, was ich kann. In diesem Sinne. Ah, das ist keine Wildcat, das ist eine Buffalo. Auch wurscht. Nice. Sehr gut. You are no match for my 20mm. Ja, ich komme über dem Städtchen dort. Ich sehe dich. Glaube ich. Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin hier. Krass. Okay, die Corsair kommt wieder rein. Das ist die 38 da oben. Ja, 38 kommt hinter dir rein. Da Richtung der Perücke, wenn du schaust. Ja, hab ihn. Ich. Und noch was kommt rein. Frontal jetzt. Scheint ne Aero Cobra zu sein. Kommt auf dich. Ja, bin getroffen. Ich guck hier hinterher. Oh Gott. Hinter uns zwei Kontakte. Ja, ist glaube ich die Corsair da oben. Oh, ich hab ein bisschen Öl auf der Motorhaube. Auf der Windschutzscheibe, aber fliege noch. Gleich der Sternmotor. Achtung!
38 stimmt. Ja, auch. Ich seh's. Danke. Ich habe die P39 leider verloren. Da ist noch irgendwas die über dir. Ja, das ist die 39. Die 38 ist jetzt. Nee, das ist die Corsair. Oh shit, hier, wir haben ja alles. Ey, wir haben alles. Wir haben echt alles. Oh, mein Motor ist jetzt bitte weg. Die 38 guckt hier so ein bisschen. Viel für ihren. Ja, naja, auf mich kommt was. Die P39. Oh. Du hast da drei Kontakte. Ja, ich seh's. Ich geh gerade auf eine, das ist die Buffalo. Das war wieder keine Wildcats, sondern wieder eine Buffalo. Der hat noch das Fahrwerk draußen, der Idiot. Naja, okay. Soll mir recht sein. Ja, hinter dir ist die... Nee, hinter mir? Oh Gott. Nee. Wir haben einen Verbündeten. Ja, voll Gore. Sehr schön. Ja, fuck. Das war knapp. Ich komme gerade hinter der Buffalo wieder rein. Ja, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich gehe da mal drauf. Weg ist sie. Ich habe hier, glaube ich, eine P39. Na, P39, ja. Bah! Oh, ich bin gerade stark getroffen worden von der 38. Das sind zwei 38er jetzt. Drei! Holy fuck! Drei Stück. Oh ja, ich habe auch eine. Oha! Okay, der war knapp. Der hat Rauch an. Das ist ja jetzt... Ich versuche nach Hause zu kommen. Ich bin ziemlich stark beschädigt. Okay. Naja, ich brenne sogar. Scheiße. Ja. Oh ja, ich sehe... Oh je. Ja, ja. Ich sehe es. Du hast eine Kosten. Nee, ich fliege aber noch. Ja, ich... Oh, die dreht eine 38 gerade vor mir ein. Ah ja. So, Landeklappen. Boah. Oh weh. Ah. Bin ja erstaunlich fix. Landeklappen sind kaum vorhanden, würde ich sagen. Bisschen oh shit, dran. Nein! Oh, oh nein! Nein! Oh, fucking! Oh, oh, nein, ich werde aber repariert. Wie das aussieht. Schön. Eine Minute 10 bis zum ja, wunderschön. Auf Munition, aber es steht, ich bin abgeschossen worden, ich weiß nicht, wie das geht. Ach, eine ja. Minute. Hauptsache. Einer geht brennt runter. Ja, das ist aber ein Kill. Das ist aber ein Gegner. P38 war das. Ja, umso besser. Schon mal nicht so schlecht. Da ist noch eine P38. Noch eine zweite. Aber ich schaue, wie gesagt, dass ich die Zero mir rauspick. Oh, sind aber viele Fliegen. Ja, das ist die Zero. Ich mir den Bastard mal. Nein! Gibt's das? Voll daneben gerotzt. Jawohl. Sehr schön. Und brennt. Stirb. Tod. Ah, trudelt. P38 vor mir. Da war gerade eine Kette aus 6 Flugzeugen hintereinander. Und brennt. Schlecht. Weg. Oha. Auch nicht zerfetzt. Sterbt, ihr Bastarde. Alle miteinander. Er kurft irgendwas. Nix. Oh, Era Cobra. Yummy. Long. Da ist noch was. Noch eine Era Cobra.
Lass mal herumschauen, ob du neben der Aero Cobra noch irgendwas siehst. Ja, mache ich, aber eigentlich glaube ich, die beiden P38er sind weg. Die Zero ist weg. Direkt über dir ist irgendwas. Stürzt gerade runter. Ja, Buffalo. Ja. Ja, aber geschossen. Kommt auf mich. Ja. Den vernasche ich aber im direkten Kampf. Hast du gesehen, was mit der Aero Cobra passiert ist? Ja, die ist jetzt an irgendwas brennen dran. Ich weiß nicht, was da gerade brennt und was da hinterher ist. Ah ja, dann 6 Uhr jetzt. Okay, ja, ich gehe jetzt nochmal auf die Buffalo mit der anderen. Na. 12. Buffalo ist der Vorgänger der Wildcat? Nee, das ist komplett anderes Design. War praktisch der, wie soll man sagen, die Konkurrenz zu Wildcat. So. Die war aber ganz schön ähnlich. Ah, oh, voll. Hä, geht der runter? Ja. Hat kein Hühner oder mehr. Okay, ich habe noch einen Kontakt auf deiner 5 Uhr. 5 Uhr, das ist die 112. Ne, ganz weit, hinten noch Richtung Fluss. Wie hoch? Kaum höher als du jetzt gerade, weniger sogar. 300, 400 Meter. Okay. Jetzt habe ich das leider gerade nicht. Da hinten schießt doch irgendwas. Jetzt auf deiner 10 Uhr. Ah ja, zwei Kontakte, ich sehe es. Ja, ich glaube, es ist der, der eben geraucht hat. Weißt du nicht, Smoking Kills? Nicht den Warfighter. Ich hab noch 50 Schuss, das ist ungefähr ein Viertel, glaube ich, von meiner ursprünglichen Ladung. Ja. Ich weiß leider nicht, was die letzten zwei Maschinen sind, weil es sind, glaube ich, nur noch zwei Gegner im Spiel. Ich glaube, einer davon war noch die 39. Die Aero Cobra, oder? Ja. Ja. Oh, jetzt habe ich die beiden Kontakte komplett verloren. Ja, ich auch. Moment. Ah, da sind noch Tracer, oder? Auf deiner 2 Uhr? Ja, da auf der 2 Uhr. Ja, beim gegnerischen Flugfeld, oder? Das ist, wenn man hinzoomt, das Flugfeld. Genau. Ja. Aber da kurft einer, also es ist einer von uns. Wird wahrscheinlich einer von uns sein, der die Aero Cobra wahrscheinlich verfolgt, oder? Ja, genau, das waren die beiden dann. Gab jetzt keine Abschussmeldung oder so. P39 has crashed, ist gestanden. Oh, wir haben. Es gibt keinen Gegner mehr, wir haben gewonnen. Ja. Haha, sehr gut. Tja. Wie gewinnt man den War Thunder? Man rotzt die Maschine hin und wartet, dass man repariert wird. Ach ja. Gut, dass ich. Mal gucken, wie viele Punkte ich kriege. Vielleicht habe ich ja endlich mal eine Focke Wolf. Ja, auch mal was. Ich glaube, 400 Punkte hast du bekommen, oder was? Aircraft destroyed 6. Oh yeah, baby. Ha, fast 190. Best Squad und Soft Landing. Ja, klar. Ach, sehr geil. Ah, War Thunder, you so silly.